Herzlich willkommen zur Serie Die 12 größten Fehler beim Businessplan. Egal, ob du einen schreiben willst oder musst, der Businessplan wird dich begleiten von der Gründung über mögliche Finanzierung bis zum Exit. Und daher habe ich hier diese Serie für dich vorbereitet, wo ich in jedem einzelnen Abschnitt einen der großen Fehler behandeln werde, mit dem Ergebnis, dass du diesen nicht machen musst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich musste nicht nur für meine eigenen Unternehmen Businesspläne erstellen und aktualisiert halten, sondern auch für unsere Kunden viele dieser Konzepte erstellen, sichten, prüfen. Und häufig kommen Kunden zu uns, deren Konzepte abgelehnt worden sind. Und daher wissen wir also auch ganz genau, was die Fehler sind aus der Praxis für auch deine Praxis. Kommen wir nun heute zum ersten Fehler, den die meisten Gründer, aber auch gestandene Unternehmer machen. Es wird nämlich die Vollständigkeit nicht erreicht. Was bedeutet das? Welche Folgen hat das für deinen Businessplan? Was bedeutet nun die fehlende Vollständigkeit? Nun, egal ob du am Anfang deiner Unternehmens- oder Selbstständigkeitskarriere deine Unterlagen beim Arbeitsamt, Jobcenter abgibst oder bei der Bank, am Anfang sitzt immer ein Häkchenmacher. Der hat seine Checkliste und kontrolliert zuerst mal die Vollständigkeit aller abgegebenen Unterlagen. Und diese Checklisten, die haben es in sich. Denn wenn du zum Arbeitsamt gehst, hast du ganz andere Checklisten als beispielsweise beim Jobcenter. Und wenn du dann zusätzlich oder alternativ zur Bank gehst, brauchst du wiederum andere Checklisten. Willst du ja zusätzlich noch ein Förderprogramm beantragen, zum Beispiel bei der KfW, Landesprogramme oder bei europäischen Programmen, brauchst du wiederum noch andere Checklisten. Und gehst du zu einem Investor oder zu Business Angels, dann haben die auch wiederum ganz andere Wünsche als Arbeitsamt, Jobcenter oder die Bank. Also kann man fast schon sagen, dass es eine Art Geheimwissen ist, wann dein Antrag, dein Businessplan tatsächlich vollständig ist. In der Regel besteht der Businessplan aus drei großen Rubriken. Die erste große Rubrik ist der vollständige Finanzplan, also die Planungsrechnung mit allen laufenden Kosten, mit allen Anfangsinvestitionen und Gründungskosten, aber natürlich auch mit deiner Umsatzplanung und den verbundenen variablen Kosten. Schließlich kommt noch ein Finanzierungsmittelbedarf, der abhängig gebildet wird vom Gesamtkapitalbedarf minus deines Eigenkapitals. Und dieser Finanzierungsmittelbedarf wiederum hat noch Kapitalkosten und Kapitaldienst, also Zins und Tilgung. Und je nach Rechtsform kommen dann die unterschiedlichen Unternehmenssteuern und für deine privaten Lebenshaltungskosten noch die privaten Steuern dazu. Also alleine bei der Planungsrechnung, bei deinem Finanzplan gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen. Und gerade wenn du ein Gründer bist oder ein Bestandsunternehmen, gilt es noch die Vergangenheit bei letzterem auch noch abzubilden. Wenn der Finanzplan schließlich vollständig ist, wird er kommentiert. Denn der Entscheider ist in der Regel selten die Person, mit der du sprichst. Der kriegt dein Zahlenwerk, dein Finanzplan, deine Planungsrechnung und muss die nun verstehen. Und dazu braucht er wiederum deinen Businessplan-Text, also den lyrischen Teil. Der lyrische Teil hat die Aufgabe, alles zu verdeutlichen, zu erklären, dem Leser es bildlich vor Augen zu führen, wie sich dein Geschäftsmodell zusammensetzt, wer die Kunden sind, wer die Mitbewerber, wer der Markt sind, wie du die Preise abgeleitet und hergeleitet hast, woher dein Geld kommt, und vor allen Dingen, wer das Führungsteam ist, wer die Mitarbeiter sind, deine Öffnungszeiten sind und weshalb du dich genau für diesen Standort abgebildet hast und ganz am wichtigsten, was deine Alleinstellungsmerkmale sind, etwa die persönlichen oder die unternehmerischen. Und wenn dein Businessplan-Text vollständig ist, dann kommt das Wichtigste, nämlich die Checkliste-Anhang. Die Checkliste-Anhang hat die Aufgabe, all die Beweise, die Argumente, die Lebensläufe, die Verträge, beispielsweise Gesellschaft oder Mietverträge abzubilden. Ebenso in den anderen gehören auch alle relevanten Daten zu deiner Person, zum Unternehmen, zu der steuerlichen oder Gewerbeanmeldung und natürlich zu den Anschaffungen, die du planst, also Kostenvoranschläge. Wenn du das jetzt mitgeschrieben hast, wirst du feststellen, dass dein Finanzplan mindestens 10, 20 Seiten umfassen wird, also Excel-Tabellen in der Regel, die ausgedruckt sind. Der Textteil wird vielleicht 30 Seiten umfassen und dann kommt die häufig große Checkliste-Anhang, die bis zu 100 Seiten enthalten kann. Also bitte mach nicht den Fehler und geh einfach mal bei der Bank vorbei und frag mal nach, ob die dir ein Darlehen, eine Finanzierung oder Fördermittel geben, denn die Antwort ist einfach.
Bitte reichen Sie Ihren Businessplan ein. Und der Businessplan ist eben nicht ein paar Seiten Text, die du eben mal runtergeschrieben hast, sondern der Businessplan umfasst alle Punkte, die ich gerade aufgeschildert habe. Solltest du nun parallele Antragstellung beabsichtigen, also beim Arbeitsamt Gründungszuschuss beantragen und bei der Bank zum Beispiel KfW Startgeld, dann ist es zwingend erforderlich, dass du zwei verschiedene Businesspläne auch fertig machst. Also brauchst du auch zwei verschiedene Checklisten. Die sind zwar zu 80, vielleicht 85% identisch, aber die 15% Unterschied machen es aus, ob die Bank und auch das Arbeitsamt zufrieden ist und überhaupt anfangen, deine Vorgänge zu bearbeiten. Zusammengefasst also interessiert sich niemand für deinen Businessplan, wenn der nicht vollständig ist. Der Häkchenmacher bei der Bank, er freut sich, wenn er Arbeit vermeiden kann und dir die Unterlagen zurückgeben kann mit dem kleinen Hinweis, Gewerbeanmeldung fehlt, Planungsrechnung fehlt, das laufende Rumpfjahr fehlt, die Umsatzplanung ist nicht plausibel oder andere Dokumente fehlen. Deshalb achte also darauf, dass du die Checklisten bekommst, dass du vielleicht auch kompetente Berater findest, die diese Anträge schon einige Male, vielleicht einige hundert Mal gestellt haben, denn die haben garantiert die aktuellen Checklisten. Morgen erfährst du an der gleichen Stelle den zweiten großen Fehler, den viele Autoren von Businessplänen machen. Solltest du Hilfe brauchen beim ersten Punkt, dann lade ich dich ein, jetzt über den Link unter dem Video Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch.